erster gemeinsamer Song, der schon jetzt tausende Menschen mitten ins Herz getroffen hat. Und jetzt sitzen Sie bei uns auf der Couch. Guten Morgen, Sarah und Jane. Hallo. Schön, dass Sie hier seid. Wie ist es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Wie habt ihr euch gefunden? Willst du erzählen oder soll ich erzählen? Kannst gerne erzählen. Ja, also tatsächlich hat Joelle ist mit dem Song auf mich zugekommen und ich war von der ersten Sekunde an begeistert, also generell auch von Joelle als Sänger an sich. Wir kannten uns vorher auch noch nicht so persönlich, wir haben uns, glaube ich, auf einem Event mal getroffen. Ja. Aber ich fand, dass die Stimmen sehr gut gepasst haben. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. Und Sarah, du bist ja total duetterfahren. Du hast schon einige erfolgreiche Duette gesungen. Joelle, wie war das für dich? Das war, glaube ich, eine Premiere, oder? Nee, es gab schon mal ein Duett, ja? Aber relativ selten. Also meistens bin ich noch ganz kein alleine. So nein. Ich bin auch großer Fan von ihrer Stimme. Und als dieser Song da war, dachte ich mir, ich frage sie einfach. Und war dann mega happy, dass das geklappt hat. Und mit dem Ergebnis, beziehungsweise wie es bei den Leuten ankommt, sind wir, glaube ich, sehr zufrieden bisher. Und in der Aufgabenverteilung ist das aber schon spannend. Du schreibst den Song und denkst dir ja was. Muss sie dann genauso singen, wie du dir das vorstellst? Oder arbeitet ihr da noch zusammen und sagt, ah, ich habe die Idee und ich würde es doch lieber so machen? Wie funktioniert also, das? Wir haben uns tatsächlich hier in Köln im Studio zusammen getroffen und haben dann den ganzen Song quasi noch mal auf links gedreht und dann geschaut, wie sie den Song fühlt und haben lange rumexperimentiert, bis wir da auch irgendwie eine Tonlage gefunden haben, wo sie gesagt hat, ja, das ist es. Und dann haben wir den aufgenommen. Und, ja. Aber es war schon ein Prozess. Also bis der Song dann fertig war, hat das schon einige Zeit gedauert. Jetzt seid ihr damit unterwegs. Wir werden gleich auch noch einen Ausschnitt zeigen von dem großen Auftritt von euch am Wochenende. Aber wächst man mit sowas auch stärker zusammen, Sarah? Also ist man dann, wenn man so gemeinsam singt, kommt man sich dann auch immer näher? Also ich glaube, man muss auf jeden Fall ein Grundvertrauen aufbauen, weil man zusammen auf der Bühne steht. Das heißt, so ein bisschen was Timing angeht oder so, da reicht dann manchmal ein Blick oder irgendwas. Und ich glaube, das passt sehr, sehr gut bei uns. Also wir verstehen uns auch sehr gut. Und ja. Kennen wir von der Doppelmoderation auch. Auf jeden Fall. Genau. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man ein Liebeslied zusammen singt und dann plötzlich vor Millionen auch eigentlich in diesem Liebeslied performen muss. Wir gucken uns mal an. Ihr wart nämlich bei Florian Silbereisen hier im ersten. 4,7 Millionen Zuschauer waren das fast. Jemand wär gern dieser jemand, den du nie mehr wieder gehen lässt. Was, wenn du's immer übersehst? Jemand träumt von dir. Jemand liegt lang, jede zweite Nacht wünsch ich, du bist hier. Jemand denkt an dich in jedem Augenblick und wünscht sich, dass es dir auch so geht. Dass es dir ganz genauso geht. Jemand, der Song, den wir gleich in einer Stunde hier im ARD Morgenmagazin auf der ganz kleinen Bühne hören werden von euch. Ich hoffe, dass die Stimme also früh am Morgen schon mitmacht. Ja, das ist immer, wir finden das immer bewundernswert, wenn ihr Künstler dann hier bei uns auftretet um diese Uhrzeit. Das ist wirklich Wahnsinn. In der Stunde gibt es das also auf der kleinen Bühne, hier auf der großen Bühne. Wie ist das mit so einem Auftritt? Geht ihr danach irgendwie analytisch hin und sagt irgendwie, wie war das? Was machen wir anders beim nächsten Mal? Oder genießt ihr einfach den Moment? Also heute performen wir den quasi in der Akustikversion, auch das erste Mal. Da haben wir zum Beispiel auch die Tonlage ein bisschen runtergesetzt, dass wir noch ein bisschen gefühlvoller oder ein bisschen entspannter singen können, weil wir wirklich nur das Klavier heute dabei haben. Mhm. Und deshalb sind wir auch schon etwas aufgeregt und hoffen, dass das gleich klappen wird. Und die Uhrzeit live ist natürlich eine Herausforderung. Ja, aber ich glaube, in dem Moment genießt man es dann schon. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so einen emotionalen Song hat, ne, der auch einem etwas bedeutet, weil der Song heißt ja Jemand und irgendwie verbinde ich damit ganz, ganz viel. Oder ich glaube, wir beide. Und jeder hat so diesen Jemanden, auf den man sich verlassen kann, wo man sich so sicher fühlt. Jemanden, der einen liebt mit all seinen Fehlern. Und das ist so ein Moment, wo ich mich dann auch auf der Bühne dran erinnere und was ich dann auch wirklich fühlen kann. Sicher fühlen ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil ihr ja ganz sichere Bänke seid, was im Internet eure Follower angeht. Also ihr habt millionenfach Fans. Diese Internetwelt ist ja das eine und der Erfolg mit Streams. Jetzt da rauszugehen und da vor so einer Halle zu singen und auch da in dem Moment live alles geben zu müssen. Wie ist der Unterschied für euch? Ist das krass?
Also ich finde, das Schöne ist halt auf der Bühne, man bekommt direktes Feedback. Mhm. Also auf Social Media ist ja alles immer sehr anonym trotzdem noch. Also klar freut man sich dann auch, wenn man schöne Nachrichten bekommt. Und ich habe ja auch eine sehr enge Bindung zu meinen Followern. Aber wenn man auf einer Bühne steht und man sieht, die Leute berührt das. Ist zum Beispiel mal, dass ich gesehen habe, ein kleines Mädchen, die wirklich weint. Dann ist das eine Emotion, die nimmt man sofort auf und das geht dann einfach direkt ins Herz. Absolut. Ja, ich finde, dieses Live-Erlebnis kann man mit nichts vergleichen. Das ist eigentlich das, wofür man die Musik dann auch macht. Freuen uns, dass wir euch live erleben dürfen. Sie am Fernsehen auch, aber das ist ja fast wie direkt dabei sein, unbedingt, wenn Sie bei uns gucken. In einer Stunde hier bei uns im ARD-Morgenmagazin. Sarah, danke und an euch. Danke. Erstmal. Und jetzt geht's weiter mit dem Sport.